Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Heute werden wir in der Höhle einen, ja, etwas größeren Kampf vornehmen. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Zudem werden wir ein kleines Handicap haben. Ich weiß nicht, ob dieses Handicap wirklich was für mich ist, weil es ist zwar schön und gut, aber ihr werdet selber sehen. Viel Spaß. Oh, ich habe schon gedacht, ich lade. Wir machen jetzt hier einen Hinterhalt. Laufen da in die Ecke. Und schießen. Wunderschön, wie er sich immer aufregt. Du läufst mal dahin. Und dann knallst du noch ab. Noch einer weniger. Da ist der Schamane, der muss weg. Und wir dürfen uns, wir müssen uns verteilen. Wir dürfen nicht zusammenstehen. Halt, Moment. Oh, scheiße. Das wird nicht gut. Wir müssen Bormi nach vorne stellen. Der kann meinetwegen alle Granaten abbekommen, das ist mir scheißegal. Und die anderen weiter hinten, weil die haben ja die Sniper. Und dann wird er weggeklatscht. Okay, du versteckst dich mal hier. Du hier. Und du hier. Kannst du nicht weiter? Ach. Das wird schon passen. Das wird schon passen. Nice. So. Oh, ich hätte zuerst mit Bormi wieder angreifen sollen, ne? Ah, passt schon. Wir gucken mal, was passiert. Komm schon, mach einen kritischen. Ja. Nice, auch noch getroffen. Das läuft gut. Das läuft gut. Ja, werf du mal auf Bormin. Ja, okay, sie wollen den fetten. Alles klar. Sollen die bekommen. Scheiße, und ich muss mich jetzt auch noch bewegen. Oh Gott. Scheiße. Der ist es nicht gut. Wir müssen uns heilen. Es ist nicht wirklich viel. Scheiße. Durch Rauch blockiert? Achso, ich rauche. Achso, ist nur für mich. Na gut, dann overwatchen wir ein bisschen. Durch Rauch blockiert? Wieso ist der... Weil hier überall Rauch ist. Überall, wo ich langgelaufen bin, ist Rauch. Interessant. Laden wir es mal nach. Overwatch. Oh, vielleicht hätte ich vorher nachladen sollen. Ja, der Rauch ist cool. Nur, dass ich selber nicht schießen kann, ist doof. Oh, er ist runtergekommen. Nice. Keine Feuerlinie. Laufen wir mal hier hinten hin. Laden nach. Noch sind wir ja durch Rauch geschützt, ne? Die sehen also nix. Was
müssen alle durch Rauch blockieren. Overwatch. Wie kann er random noch geschießen? Naja. Oh, ich kann ihn treffen. Now it's getting fun. Okay, das war eigentlich klar, dass das vorbeigeht. Okay. Wir rennen mal hier hin. Noch mehr Rauch. Okay, und dann heilen wir uns mal. Was soll überhaupt diese Kugel, wenn ich nur einen heilen kann? Ich verstehe es nicht. An sich kann man das ja gut nutzen, ne? Echt jetzt? Mit dem Rauch. Dass wir halt von der anderen Seite angreifen. Alles durch Rauch blockiert, ey. Dann laufen wir mal dahin. So eine Scheiße! Ich vergesse das ständig. Was hast du davon? Okay, Dax, du bist jetzt ein Held. Was ist denn los mit dir? Scheiße. Jetzt musst du ihn retten. Das, lass doch mal Bobby in Ruhe. Overwatch. Er kann nicht sehen. Okay. Wo ist der andere Haudegen? Der ist gar nicht in Reichweite. Keine Trefferchance. Und ich muss erst nachladen. Wieso habe ich von da keine Feuerlinie auf den Typen? Wegen dem Rauch? Ich weiß es nicht. Kann ich hier hoch? Ja, aber nur sprinten. Ey, die werden mich so oft abballern. Kann ich eine Granate werfen? Nein, theoretisch kann ich einen Molotow werfen. Wo ist eigentlich der andere Typ? Da hinten. Ja, ich will keine Granate werfen, das ist so verschwenderisch. Ach, da kann ich hin. Alles klar, dann lauf wieder hin. Oh! Ich bin ein bisschen vergesslich, Leute. Egal, komm, Crit. Scheiße. Okay, jemand muss Bormin retten. Überall ist Rauch. Gibt's doch nicht. Ja gut, dann stirbt halt Dax. Komm, lass Dax in Ruhe. Hol dir den Fetten. Der läuft weg. Die alte Potsau. Mit perfekter Deckung. Wohl nicht ganz perfekt, aber ich muss erstmal nachladen. Dann laufen wir wieder zurück. Wir müssen den Penner jetzt bekommen. Ja gut, das nützt jetzt auch nichts, hier zu rumzulungern. Okay, Bobin, gute Nacht. Du bist jetzt tot. Der wird dich bestimmt holen kommen.
Oh. Schwerer Fehler. Wir laufen hier hin. Können ihn aber auch nicht treffen, ne? War zu 25%. Overwatch. Overwatch. Mal gucken, was er jetzt macht. Haha! Haha! Na gut, das juckt mich nicht, du bist tot. Du hast einen schweren Fehler begangen, mein Freund. Du hast einen schweren Fehler begangen. Huch, was? Ich will schießen. Das war der falsche Weg. Ah. Das war ein lustiger Kampf. Hat mir gefallen. Hat mir wirklich gefallen. Mit dem ganzen Rauch und allem drum und dran. Ich hätte es ja locker geschafft ohne Rauch. Aber ich glaube, Rauch hat mich ja wirklich ziemlich fertig gemacht. Truhe. So, Träger ist immun gegen kritische Treffer. Na gut, okay. Ah, oh, my saviors, saviors, dirty little saviors. I wish I washed my hands so I could shake your hands and paws or whatever's growing out of your arms. I'm not racist, I'm not. Please tell me your names. You need to take a breath and calm down. You're the only survivor of your community. Your brain must be a little fried, and... What we're trying to ask you is, are you a frickin' whack job, or what? No, no whack job! I'm Emma! Emma the cook! I'm the one who cooks and cleans for the pretty, pretty people! They were pretty. For decades, we hid from the zone. We were safe! Until the ghouls found a way in. You first hear the screams, and then the lights went out, and you can hear the scraping and the chewing. Hey, I'm no warrior. I'm just a cook, you know? Eba, dirty little coward. We thought the last settlement was the Ark. We didn't know you existed. Well, you got to get out of the Ark more, man. Get some exercise. We should get you out of here. Wait a minute. Did you say Ark? Oh boy, you don't want to hear this. You really don't want to hear this. They kept saying they were gonna destroy the Ark with some weapon that they're bringing to their masters. Some weird religious shit. They want to blow up the Ark and kill everyone inside. Everyone! Listen, these ghouls have a lair to the north. The leader is called the Grey One. They're just multiplying up there, breeding like zone rats. Please, please do something about them before it's too late. Alles klar, Digga. Ich untersuche hier nochmal den Rest vom Schissel. Und dann können wir uns gerne auf den Weg machen zu euch. Ich habe nämlich 66 Waffenteile. Also wird Zeit, unsere neue Lieblingswaffe zu verbessern auf Stufe 3. Ha, da kribbelt's mir in den Fingern. Vielleicht kriegen wir neue Waffenteile noch unterwegs. Das wäre ganz cool. So, wir haben auch ein Level-Up. Wir können rein theoretisch 35% Kugeln aus der Luft zu pflücken. Und schädlich zu machen ist halt kacke. Ich will halt sie halt zurückwerfen. Verstehst du? Zurück, richtig ins Gesicht. Naja. So, von hier kamen wir, ne? Hier müsste alles safe sein. Na gut, immerhin haben wir eine Mütze bekommen, die ziemlich scheiße, ne, Rüstung bekommen, die ziemlich scheiße war. Aber aus einer Rüstung können wir halt keine Waffenteile ziehen. Das ist halt die Problematik. So, hier nochmal kurz geguckt. Ging ja alles recht fix. Na gut. Gehen wir als letzte Amtshandlung zu euch hier. Für heute. Und dann gucken wir mal. So, willkommen in der Eiche. Willkommen bei, hast du nicht gesehen, Bastelstube. So, wir müssen dich auf Stufe 3 bringen, dann machst du nämlich richtig scharf. 12er. Das tut gut. Für die natürlich auch gerne alle auf, obwohl, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3.
Fehlen nur noch zwei. Wir brauchen nur 120. Das ist ja krass. See ya. Was hat denn Iridias Laden für mich? Ah, the brave stalkers return. Alive. That's surprising. Das ist ein cooler Anzug. Oh! Stufe 3. Oh, warum hast du mir nicht gesagt, dass du dir den holen willst? Oder den hast? Ich hätte all meine Punkte dafür sparen können und hätte 2. Wobei die Rüstung natürlich auch ganz geil ist hier. Mit TP6, Rüstung 3. Mal gucken, wenn wir jemals genug zusammenkriegen, dann gehen wir mal hier und her und holen uns vielleicht sogar die Waffe. 12, 13. Ne, ist halt meine, ne? Finde ich jetzt echt ein bisschen unfair. Aber gut. Safe travels. Was soll's. Gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Also, bis gleich. Oder morgen. Je nachdem, wie ich schneide. Ciao. Ja, Leute, da bin ich schon wieder. Ich habe mir mal die Freiheit genommen und bin direkt zum letzten Schauplatz gegangen, damit wir direkt weitermachen können. Und habe gesehen, dass hier was liegt. Warte. Wieso bin ich hier hinten? Da. Hier habe ich eigentlich gestanden, an der Leiche. Ja gut, kann auch keiner ahnen. So, ich bin ein bisschen am Kränkeln. Das heißt, ich werde heute hoffentlich genug aufnehmen, dass das reicht, bis ich wieder gesund bin. Ich hoffe doch. Puh. Wir haben übrigens jetzt erst die Hälfte eingesammelt, glaube ich, von allem. Oder war das... Ne, 4 Stück fehlen noch. Ne, dann ist alles richtig. Ja, dann habe ich beim letzten Mal alles richtig gesagt. So, denn oben rechts habe ich gesehen, steht da gefundene Artefakte 8 von 12. Ja gut, 4 Stück. Die müssen wir also noch finden. So, Hort des Hornteufels. Da bin ich auch gespannt. Gucken wir uns erstmal um. Alles, was wichtig ist, wird erstmal aufgesammelt. Apart, like they've fallen from a great height. At least they provide plenty of scrap. Ja, das stimmt wohl. Na gut. Was, was war denn das jetzt? Jetzt kann ich wissen, ich bin nur hier, um zu trainieren. Um stärker zu werden. Aber hier liegt auch viel rum. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht sogar ein DLC ist oder so. Ich habe keine Ahnung. So wie ganz seltsam. Als wenn das nicht zur Story gehört. Mal gucken. Hauptsache, wir kriegen hier ordentlich Stuff, damit ich meine Kämpfer für den finalen Kampf eines Tages, wenn er kommt, ich weiß ja nicht, wann er kommt, gut ausgerüstet habe. Hallo? Wer bist denn du ganz einsam, Marodeur? You spot anything? Nothing. No one comes. No one dares come here and challenge us. Yeah, we strong. We got metal giants. Metallriesen? Oh nein. Habt ihr nicht, bitte nicht. Warum? Oh, diese scheiß Mimia-Krieger. Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wie er läuft. Nee, echt jetzt? Wie läufst du denn? Mimir Z600 Handbuch, Seite 319, Abschnitt 3, Kombattanten, Erkennungssystem CAS. Irrtümlicher Beschuss gehört mit dem aktualisierten Algorithmus des Kommandanten-Erkennungssystems CAS von Mimir der Vergangenheit an. Das Z600 erkennt Verbündete ab sofort anhand biometrischer Daten und das Highspeed-Lasersystem hat eine Präzision von 99,9%. Konfiguration. Wichtig, legen Sie das korrekt formatierte KES-Laufwerk A in Laufwerkslot B ein, um vor der Aktivierung des Systems eine korrekte Konfiguration der Freunderkennung zu gewährleisten. Achtung! Wird die Reihenfolge der Laufwerke vertauscht, attackiert das Z600 alles und jeden, in diesem Fall keinesfalls booten. Das heißt, werden wir vielleicht gleich einen Mimir sehen, der seine eigenen Kollegen angreift? Rambino, du wirst auseinandergeschraubt. Nice. So. Den machen wir jetzt erstmal kaputt. Natürlich wird erstmal das Spiel gespeichert, ist ja ganz klar. Wieso habe ich nur noch 3? Ich wollte noch 5. Ich hatte die ganze Zeit 3, ne? Hinterhalt! Gott.
Direkt vor seiner Fresse. So. Ich frage mich, ob ein Mimia kommt, wenn ich den angreife. Es ist ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Hä? Das wollte ich doch gar nicht. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Okay, du musst näher ran. Weil du wie immer mein Köder bist. Ich sehe da hinten Leute rumlaufen. Oh, das war knapp. So, du kannst dich eigentlich hier verstecken. Und du kannst dich... Komme ich bis zum Stein? Oh, okay. Oh nein. Okay, okay. Ich vergaß, wer das war. Gut, das ist ungünstig, wenn der da rumpustet. Das sollten wir unterbinden, definitiv. So, Leute. Und das war's auch schon für heute. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge wieder. Dann treten wir gegen den Schamanen an und gucken, ob wir den überhaupt weghauen können, ohne dass jemand kommt. Ansonsten müssen wir ihn umboxen. Und ich will ihn nicht umboxen. Ich will ihn, ehrlich gesagt... Ja, ich bin geizig. Mit meinen Fähigkeiten auch. Ich bin mit allem geizig. Und ich möchte, dass meine Fähigkeit da ist, wenn ich sie brauche. Das ist wie bei League of Legends. Du musst deine Ultimate für etwas Gutes aufsparen und nicht einfach immer raushauen, sobald sie da ist. Naja, in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder. Ciao.